Zum Wohle Ihrer und meiner Gesundheit, Holmes, rauchen Sie doch nicht so viel. In unserer Wohnung ist es nebliger als auf der Straße. Sie haben recht, Watson, aber heute Abend will die Zeit einfach nicht verstreichen. Ich habe nichts anderes zu tun, als Ringe zu paffen. Ein amüsanterer Zeitvertreib wäre mir lieber, aber mein Hausarzt hat etwas dagegen. Wie wäre es mit einem kleinen Stück auf der Geige? Mir ist heute Abend nicht danach, Watson. Ist Ihnen aufgefallen, wie diese Zigarette verglüht? Meinen Sie nicht auch, dass sie einem Leben ähnelt, dem der letzte Atemzug entweicht? Wie viele Menschen werden heute Nacht in London ihr Leben aushauchen? Wie viele Verbrechen werden begangen, während eine einzige Zigarette glimmt? Ach, wie sinnlos das Leben doch ist. Ein einziges Wehklagen und nichts als verpuffender Rauch. Das schwache Aufbäumen der krankenden Seele. Der Tabak verleitet Sie zu finsteren Gedanken. Ich bin mir sicher, dass diese Untätigkeit nicht ewig währen wird. Gehen wir zu Bett. Morgen wird Ihr Gemüt heiterer gestimmt sein. Das klingt vernünftig. Morgen ist auch noch ein Tag. Hierher, Süßer. Wir werden viel Spaß miteinander haben. Warte, ich helfe dir. Ah, meine Haare gefallen dir. Die Nachrichten sind schlechter als das Wetter, Holmes. Im East End wurde eine Frau ermordet und die Untersuchungen wurden bereits eingeleitet. Man hat die unglückselige Frau letzte Nacht auf der Straße gefunden. Sie war noch warm. Der Mord wurde auf unglaublich grausame Art und Weise verübt. Ich habe beim Lesen des Artikels eine Gänsehaut bekommen. Die für diesen Fall zuständigen Kriminalbeamten scheinen nicht den geringsten Hinweis zu haben. Vor weniger als einem Monat gab es bereits einen ähnlichen Mordfall. Ach, die Liebe. Ein romantischer Spaziergang. Ein Kuss im Mondenschein, ein höfliches Ablehnen, große Wut und der Tod. Diese Gegend in Whitechapel ist eine Schande für London. Die Regierung sollte dem schändlichen Treiben dort nicht länger tatenlos zusehen. Whitechapel? Diese Frau wurde in Whitechapel gefunden? Ja, in der Tat. In der Buck's Row, um genau zu sein. Dann ging es nicht um Romantik, sondern um das liebe Geld. Außer diese Frauen haben an der Lasterhaftigkeit auch noch ihren Spaß. Das Wesen des weiblichen Geschlechts ist völlig... Holmes, Sie sollten sich mal reden hören. Eine Frau wurde auf bestialische Weise ermordet. Auch sie war ein Mensch und gehörte zu den Untertanen ihrer Majestät.
Keine der von Ihnen erwähnten Straßendirnen kann überleben, wenn sie nicht ihren Körper verkauft. Sie wissen genauso gut wie ich, dass unser Arbeitsumfeld für gewöhnlich nicht gerade gemütlich ist. Und diese Frauen erwarten vom Leben nicht besonders viel. Vielleicht etwas Barmherzigkeit. Verweigern Sie ihnen nicht Ihr Mitgefühl. Sagen Sie nichts mehr, mein lieber Watson. Wir sollten uns sofort nach Whitechapel aufmachen. Sie meinen in die Buck's Row, Holmes? Den Ort des Verbrechens? Nein. Ich denke, es wäre besser, wenn wir erst später dort eintreffen, sobald es dunkel ist. Der Tatort ist im Augenblick bestimmt von Polizeibeamten und Schaulustigen überlaufen. Eine genaue Untersuchung wäre derzeit unmöglich. Und wohin gehen wir dann, Holmes? Am besten zur Polizeistation und versuchen, eine Kopie des vorläufigen Berichts in die Finger zu bekommen. Aber der Artikel in der Zeitung schien mir recht vollständig zu sein. Sie müssen wissen, Watson, dass Journalisten aus den gegebenen Fakten gerne Schlussfolgerungen ziehen, ohne jedoch über die nötige Sachkenntnis und das richtige Verständnis zu verfügen. Wir brauchen sowohl den Bericht des zuständigen Inspektors als auch die Aufzeichnungen des Gerichtsmediziners. Na schön, Holmes. Aber andererseits... Ich müsste irgendwo eine Karte von London haben, Watson. Können Sie die Karte holen und darin Whitechapel suchen, während ich mich fertig mache? Zu nett von Ihnen, Holmes. Dann muss ich mich wohl durch Ihr heilloses Durcheinander kämpfen. Eine Karte von London. Endlich. Mal sehen. Der Stadtteil Whitechapel. Ich habe die Karte, Holmes. Und die Polizeistation von Whitechapel habe ich auch darin gefunden. Gut, Watson. Kommen Sie, das Spiel hat begonnen. Unterwegs können Sie mir den Artikel vorlesen. Wir sind da, Watson. Whitechapel. Nicht besonders einladend. Und was für eine Kälte. Ein typischer Morgen in London. Kommen Sie, Watson. Suchen wir die Polizeistation. Ich würde sagen, diese Polizeistation sieht ganz schön heruntergekommen aus. Eine Außenstelle, Watson. Der Alltag dieser Beamten besteht nicht gerade aus Kavaliersdelikten. Und sie werden schlecht bezahlt. Aha, die Beschreibung eines Verdächtigen. Michael Ostrog, für eine Vernehmung gesucht. Gefährlich. Gentlemen, willkommen. Guten Tag. Ich hätte gerne mit dem Oberinspektor gesprochen. Ich bin Constable Humphreys und im Moment alleine hier. Was wollen Sie vom Oberinspektor? Mein Name ist Sherlock Holmes. Ich bin... Sherlock Holmes? Der Detektiv, von dem ich in der Zeitung gelesen habe? Oh, erfreut, Sie kennenzulernen. Sie sind wegen des Falls in der Buck's Row hier, nicht wahr? In der Tat. Wir... Keineswegs. Wir sind nur zufällig hier unterwegs. Sie sagen also, vor kurzem wurde ein Verbrechen begangen? Sie haben nichts davon gehört? Dann müssen Sie die Einzigen in London sein, die es nicht mitbekommen haben. Ohne Zweifel wird es nicht lange dauern, bis Sie den Schuldigen gefunden haben. Das ist alles andere als sicher. Keine Verdächtigen, keine Hinweise. Für uns ist das ganz und gar nicht gut. Vor allem nicht in diesem Stadtteil. Hören Sie, ich bin zwar nicht deswegen hierher gekommen, aber... Wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann, natürlich vertraulich. Wenn Sie mir eine Kopie des vorläufigen Berichts anvertrauen würden,
könnte ich ihn studieren und später mit meinen Schlussfolgerungen wiederkommen. Leider handelt es sich dabei um offizielle Dokumente. Ohne den Oberinspektor kann ich nicht eine derartige Entscheidung treffen. Je früher wir die Fakten zu diesem Fall kennen, desto schneller können wir helfen, mein Freund. Wenn Sie wirklich Sherlock Holmes sind, finden Sie doch auch ohne den Bericht jeden Hinweis, nicht wahr? Mit Ihrer Lupe, anhand der Fußspuren. Mein Biograf neigt dazu, meine Vorgehensweise fantasievoll auszuschmücken. Oh, also gut. Ich händige Ihnen den vorläufigen Bericht aus. Aber könnten Sie mir vorher einen kleinen Gefallen tun? Bei meinem Rundgang muss ich eine Aktentasche aus Leder mit einigen Dokumenten verloren haben. Zwar nichts von großer Wichtigkeit, aber dennoch ein dummer Fehler. Ich würde selbst danach suchen, wenn ich nicht Dienst in der Polizeistation hätte. Ich muss die Aktentasche in der Nähe der heruntergekommenen Pension nicht weit von hier verloren haben. Verlassen Sie den Hof der Polizeistation nach links, gehen Sie die Straße entlang und biegen Sie erneut links ab. Oder fragen Sie sich einfach durch. Wir werden sehen, was wir tun können. Werden wir uns auf die Suche nach dieser Aktentasche machen? Warum nicht? Eine gute Gelegenheit, uns das Viertel näher anzusehen, Watson. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Guten Tag, Sir. Sie haben nicht zufällig eine Aktentasche aus Leder hier irgendwo auf dem Boden liegen sehen? Guten Tag, die Herren. Angenehm. Finlay mein Name. Ich bin der Hausmeister dieses Gebäudes. Und ja, vor nicht weniger als einer Stunde. Einer der Straßenjungen hat sie aufgehoben und weiß Gott, wo sie jetzt sein könnte. Wie bedauerlich. Diese Tasche enthält Dokumente und gehört der hiesigen Polizei. Sind Sie Polizeibeamte? Mitnichten. Ich heiße Dr. Watson. Und das ist der Detektiv Sherlock Holmes. Sherlock Holmes? Der große Detektiv? Sie sind bestimmt wegen des Mordes von letzter Nacht hier. Haben Sie schon herausgefunden, wer die arme Frau war?
In der Tat. Dazu musste ich nur einen Blick in die Zeitung werfen. Meine Zeitung ist von heute Morgen. Und über die Identität der Frau stand nichts drin. Ich bin eigentlich nicht in die Ermittlungen involviert, aber wenn ich der Polizei behilflich sein kann, werde ich dies gerne tun. Oh, da bin ich mir sicher. Ich habe gehört, dass Inspektor Eberlein für den Fall zuständig ist. Ein fähiger Mann. Nach dem, was Sie sagen, werde ich die Aktentasche wohl nicht finden. Davon gehe ich aus. Ich hingegen könnte mehr Glück haben. Tun Sie mir als Gegenleistung einen Gefallen. Fast jede Nacht kommt ein Herumtreiber und schläft in einer der Ecken unweit meiner Fenster. Er hustet, brüllt herum und singt manchmal sogar. Er sieht ziemlich kräftig aus und ich traue mich nicht, ihn anzusprechen. Wegen ihm habe ich schon 3 Mieter verloren. Wenn Sie bei der Polizei vorsprechen, werden Sie dieser Angelegenheit vielleicht mehr Beachtung schenken. Erzählen Sie ihm vom Kapitän und Sie werden wissen, um wen es geht. In der Zwischenzeit versuche ich, Ihre Aktentasche zu finden. Auf zur Polizeistation. Und, Gentlemen, haben Sie meine Aktentasche gefunden? Noch nicht. Ist Ihnen ein Herumtreiber namens Kapitän bekannt? Kapitän? Ja, ein alter Seemann, kräftig wie ein Bär und von Kopf bis Fuß tätowiert. Der Alkohol hat ihn zu einem Obdachlosen gemacht. Wie es scheint, bereitet er dem Hausmeister der Pension am Ende der Straße einige Schwierigkeiten. Und was sollen wir tun? Jede Nacht werden Treppenhäuser, Innenhöfe und Vordächer zu öffentlichen Schlafstätten. Und die Leute kommen nicht nur zum Schlafen. Ich glaube, dieser Mann hat eine Nichte, bei der er manchmal unterkommt. Sie wohnt in der Commercial Street, gleich nach der Seitengasse, mit der Pension. Sie denken an meine Aktentasche, nicht wahr? Glauben Sie, dass diese Frau einwilligen wird, ihren Onkel dauerhaft bei sich aufzunehmen? Das weiß ich nicht. Dennoch sollten wir einen Besuch abstatten. Guten Tag, Miss. Sind Sie zufällig die Nichte eines Mannes, der Kapitän genannt wird? Ja, das bin ich. Was hat er dieses Mal angestellt? Er ist doch nicht... Oh mein Gott, ich bin schon unterwegs. Miss, wir sind gekommen, weil wir Sie fragen möchten, ob Sie Ihren Onkel bei sich aufnehmen würden. Er schläft unter den Fenstern einer Pension und beschert dem Hausmeister im wahrsten Sinne des Wortes schlaflose Nächte. Ich weiß. Ich habe ihn eine Weile bei mir wohnen lassen und da war es nicht anders. Mein Vermieter wollte, dass ich ihn hinauswerfe. Ich schäme mich für ihn, wissen Sie? Auch wenn ich das in Anbetracht seines Gesundheitszustands nicht tun sollte. Er hustet Tag und Nacht. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, seinen Husten zu lindern. Ich bin Arzt und könnte ihn untersuchen. Er war schon bei einem Arzt im Hospital. Aber die Medizin ist einfach zu teuer. Es ist schon schwer genug, für meine Miete aufzukommen. Wir kümmern uns darum. Wo können wir Ihren Onkel finden? Das weiß ich nicht. Er müsste sich hier in der Gegend aufhalten. Aber wo genau, ist mir nicht bekannt. Wir werden ihn finden.
Holmes, das wird nicht einfach. Wie sollen wir in Whitechapel einen Alkoholiker finden? Eine Nadel im Heuhaufen wäre einfacher. Kommen Sie mal, lieber Watson, wir müssen zuversichtlich bleiben. Und vergessen Sie nicht, dass wir unsere kleinen Informanten haben. Sie meinen diese Bengel, denen Sie immer etwas zustecken? Genau, meine Geheimpolizei. Einige von Ihnen sind bestimmt in dieser Gegend unterwegs. Wir müssen sie nur finden. Hier muss die Nichte des Kapitäns wohnen. Guten Abend, junger Mann. Wie geht es dir? Ich kenne ihn. Das ist der Junge, der immer früh am Morgen vor unserem Fenster in der Baker Street lauthals Zeitungen verkauft. Hallo, Mr. Holmes. Freut mich, Sie wiederzusehen. Was kann ich für Sie tun? Kennst du zufällig einen alten Seemann, der unter dem Namen Kapitän bekannt ist? Ein armer Mann, der oft zu tief ins Glas schaut. Klar, Mr. Holmes. Er ist hier am Ende der Straße, links um die Ecke. Aber seien Sie vorsichtig. Kann manchmal ein ungemütlicher Zeitgenosse sein. Sehr gut, junger Mann. Der Doktor hat sicher eine Kleinigkeit für dich. Watson? Hören Sie mal, Holmes. Sie sind immer so ein Geizhals, Mr. Watson. Vielen Dank, Mr. Holmes. Jederzeit wieder. Sollte dieser Mann nur unter der Bedingung mit uns reden, dass wir seine Lieblingskakerlake finden, wird es heute in Whitechapel einen weiteren Todesfall geben, Watson. Kümmern Sie sich schnell um ihn. In Ordnung, Holmes. Sein Gesundheitszustand ist kritisch, Holmes. Ich gebe ihm höchstens noch einen Monat. Gibt es eine Möglichkeit, mein lieber Dr. Watson, dass dieser letzte Monat leise verstreicht? Also wirklich, Holmes, manchmal sind Sie einfach... Ich schreibe ein Medikament auf, das er möglichst schnell gegen seine Schmerzen braucht. Ausgezeichnet. Ich mache mich auf die Suche nach einer Apotheke oder einem Hospital. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Hospital. Guten Tag, Sir. Dr. Gibbons, mein Name. Sie sind nicht aus dieser Gegend. So ist es, Doktor. Allerdings bin ich wegen eines Patienten aus dieser Gegend hier. Sein Hausarzt hat mich darum gebeten, in seinem Namen ein Medikament zu besorgen. Er hat es aufgeschrieben. Dieses Medikament ist recht teuer und bestimmte Dokumente sind erforderlich, um es unentgeltlich zu erhalten. Diese Dokumente habe ich nicht. Ich hoffe, mein übriges Kleingeld reicht aus. Ist das genug? Genug, um Ihren Patienten damit einen Monat lang zu versorgen. Soll ich ihm das Medikament auch über diesen Zeitraum hinaus verschreiben? Laut Dr. Watson ist das nicht notwendig. Er erwartet eine baldige Genesung? Eine endgültige Genesung. Bitte, Sir. Danke. Es ist ziemlich ruhig hier. Eine ungewöhnliche Folge von Ereignissen. Die meisten Leute hier aus der Gegend sind letzte Nacht zu den Lagerhallen gegangen, um dort das große Feuer zu sehen.
Die Patienten, die ich hier versorge, sowie mein Personal, haben da keine Ausnahme gemacht. Erstere wurden auf wundersame Weise gesund, letztere krank. Und nach dem Mord letzte Nacht sind die meisten Leute, die nicht arbeiten, anschließend zum Tatort gegangen. Ihre kleinen Wehwehchen müssen bis heute Nacht oder morgen warten. Ein abscheulicher Mord, wie es scheint. Kein Wunder, wenn man bedenkt, was aus dieser Gegend geworden ist. Ich danke Ihnen, Doktor. Keine Ursache. Hier ist das Medikament, Watson. Kann der Mann aufstehen? In wenigen Minuten sollte er wieder auf den Beinen sein. Und bald wird ihn auch sein Husten nicht mehr plagen. Betrachten wir die Sache als erledigt. Begleiten Sie ihn zu seiner Nichte, während ich zurück zur Pension gehe. Wir treffen uns später bei der Polizeistation. Zurück zur Pension. Ich habe gute Nachrichten für Sie, Mr. Finlay. Wir haben den Kapitän zu seiner Nichte geschickt. Und er sollte für Sie eine Weile kein Ärgernis mehr darstellen. Auch ich habe gute Neuigkeiten. Ich habe Ihre Aktentasche. Danke. Einen guten Tag wünsche ich. Oh, keine Ursache. Ach, sagen Sie, eine Bekannte meiner Frau hat ein Problem. Sie... Ein andermal, Finlay. Ein andermal. Auf zur Polizeistation. Und, was wissen Sie zu berichten, Mr. Holmes? Ist das die Tasche, die Sie verloren haben? Ja, aber jemand hat versucht, sie gewaltsam zu öffnen. Zwar ohne Erfolg, aber jetzt klemmt das Schloss. Vielleicht könnten Sie... Mal sehen. Das war's. Ein großes Dankeschön, Mr. Holmes. Nicht der Rede wert, mein Freund. Und der Bericht? Wollen Sie nicht warten, bis der Oberinspektor zurück ist? Dann erfahren Sie sicherlich mehr. Würde ich den Oberinspektor treffen wollen, hätte ich das bereits getan. Geben Sie mir bitte den vorläufigen Bericht und behalten Sie vor allem für sich, dass ich hier war, ja? Sicher. Wie Sie wünschen. Hier haben Sie den Bericht. Danke. Haben Sie den vorläufigen Bericht? Ja, wir können ihn unterwegs lesen. Und jetzt auf zum Ort des Verbrechens in der Bucks Row, Watson.
Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Aber was machen denn all die Leute hier, Holmes? Offensichtlich sind sie gekommen, um den Ort des Verbrechens zu sehen. Was ist mit uns? Wollen wir uns nicht hinzugesellen? Wir kommen in der Nacht wieder, Watson. Dann sind die Bedingungen ideal, um unsere kleinen Experimente durchzuführen. So, Watson, wir befinden uns am Ort des Verbrechens, wo Polly Nichols ermordet wurde. Stellen wir uns vor, das Opfer würde noch an der Stelle liegen, wo es entdeckt wurde. Uns darf kein Hinweis entgehen. Watson, Sie sind ein Schreiber. Kümmern Sie sich um unsere Zettel mit den Schlussfolgerungen. Sie werden uns dabei helfen, die Fakten herzuleiten. In Ordnung, Holmes. Diese Straße wird nur von einer Laterne beleuchtet, Watson, und an diese Stelle fällt besonders wenig Licht. Menschenleer, Holmes. Nur die Prostituierten kommen hierher, um zu arbeiten. Sehen wir uns diese arme Frau genauer an. Auf Höhe des rechten Oberkiefers ist ein Bluterguss erkennbar. Der Hals wurde von links nach rechts aufgeschnitten. Zwei Einschnitte sind zu erkennen. Die Zunge ist geschwollen.
Eine kleine Blutlache mit einem Durchmesser von 6 Zoll. Keine Fußspuren auf dem Boden. Der Boden ist matschig. Nahe der linken Hand liegt eine schwarze Haube. Die Frau lag auf dem Rücken mit ausgestreckten Beinen, leicht auseinanderweisend. Das Oberteil wurde bis zur Mitte des Oberkörpers hochgezogen. Die linke Hand berührte die Tür. Der Körper ist noch warm. Wir sollten den vorläufigen Bericht noch einmal lesen und uns die Einzelheiten zu den Verletzungen dieser armen Frau ansehen. Keine Blutspuren. So, Watson, ich denke, wir haben alle nötigen Hinweise. Versuchen wir nun, den Tathergang zu rekonstruieren. Kommen Sie näher, Watson, ich muss Sie schminken. Sie belieben zu scherzen, Holmes. Ich komme mir lächerlich vor, Holmes. Und jetzt stellen Sie sich hier vor mich hin, Watson. Sie übernehmen die Rolle der armen Frau und ich die des Mörders. Versuchen wir, den Tathergang zu rekonstruieren, um sicherzugehen, dass das Resultat ohne jeden Zweifel darauf zurückzuführen ist, wie Polly Nichols ermordet wurde.
Ich hoffe, dass das hier niemand mitbekommt, Watson. Hätte der Mörder auf seinem Opfer sitzend die rechte Hand benutzt, hätte er nicht viel Platz gehabt. Der Mörder hatte genug Platz, um dem Opfer die Verletzungen im Halsbereich zuzufügen. Und sie lassen darauf schließen, dass die linke Hand benutzt wurde. Der Mörder hatte genug Platz, um dem Opfer die Verletzungen im Halsbereich zuzufügen. Und sie lassen darauf schließen, dass die linke Hand benutzt wurde. Der Mörder hatte genug Platz, um dem Opfer die Verletzungen im Halsbereich zuzufügen. Und sie lassen darauf schließen, dass die linke Hand benutzt wurde. Nein. Wäre der Hals des Opfers im Stehen aufgeschnitten worden, müsste an den Wänden Blut zu sehen sein. Diese Position ist unwahrscheinlich. Ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die Ereignisse so abgespielt haben. Mein lieber Watson, wir haben alle Hinweise und müssen sie nur noch zur wahrscheinlichsten Theorie kombinieren, um daraus die Fakten herzuleiten.
Das Opfer war höchstwahrscheinlich tot, bevor es auf den Boden gelegt wurde. Als das Herz aufgehört hat zu schlagen, ist das Blut langsam aus dem Körper geflossen. Hätte das Opfer noch gelebt, wäre der Blutfluss viel stärker gewesen und hätte die halbe Straße beschmutzt. Danke, Holmes. Ich bin froh, dass ich nicht auch noch die Kleidung wechseln musste. Ist Ihnen aufgefallen, dass unser Verhalten gänzlich unbemerkt blieb? Das Martyrium des Opfers erregte ebenso wenig Aufsehen. Dass wir unbemerkt geblieben sind, lässt auf Folgendes schließen. Das Verbrechen wurde definitiv hier verübt. Das Opfer und ihr Mörder konnten hierher kommen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Und anschließend wurde der Mord begangen, ohne dass auch nur ein Schrei zu hören war. Kommen Sie, Watson, kehren wir nach Hause zurück. Wir sind schon viel zu lange in dieser dunklen Gasse. Na, mein lieber Watson, unser kleiner Abstecher nach Whitechapel war aufschlussreich, nicht wahr? Ein Abstecher, von dem ich ganz bestimmt niemandem erzählen werde. In der Haut dieser armen Frau zu stecken, ich will gar nicht weiter darüber reden. Aber haben wir wirklich mehr über den Mörder herausgefunden? Offensichtlich handelt es sich dabei um einen kräftigen Mann. Wir haben nur sehr wenige Anhaltspunkte, zumindest nicht mehr als die Polizei. Aber meiner Meinung nach hat Inspektor Eberline noch einen oder zwei Trümpfe in der Hand. Reden wir über die Fakten und was wir aus ihnen schlussfolgern können. Wir wissen, wo das Verbrechen begangen wurde und unter welchen Umständen. Vielleicht können Sie mir sagen, welches Motiv der Täter gehabt haben könnte. Was hat Ihrer Meinung nach den Mörder dazu veranlasst, so zu handeln? Rache, Holmes? Rache könnte ein mögliches Motiv sein, jedoch nur unter Vorbehalt. Wir haben Grund zur Annahme, dass die Frau ihren Mörder als ganz normalen Freier angesehen hat. Ein Verbrechen aus Leidenschaft. Die Liebe ist natürlich für so manches Drama verantwortlich, aber wir müssen die Tatsache berücksichtigen, dass das Opfer den Täter wohl nicht kannte. Vielleicht Diebstahl. Es fällt mir schwer zu glauben, dass jemand die arme Polly Nichols auf eine derart brutale Weise überfallen hat, nur um ihr einige Münzen zu entreißen. Ein gemeingefährlicher Verrückter, Holmes. Zweifellos ist der Mann, der Polly Nichols das angetan hat, nicht ganz bei Sinnen. Elementar. Gut, Watson. Ich denke, für den Moment gibt es nichts mehr zu tun. Ruhen wir uns aus und reden später weiter. Ah, wie es scheint, gibt es bei den Ermittlungen Fortschritte, Holmes. Der Star hat gestern geschrieben, dass die Polizei einen Verdächtigen festgenommen hat. Einen Mann mit unheilvollem Ruf. Ich wollte Ihren Optimismus teilen, bis Sie gesagt haben, dass diese gute Neuigkeit aus der Presse stammt, Watson. Aber die Presse würde doch nicht die Meldung erfinden, dass die Polizei einen Verdächtigen festhält. Oder den Verdächtigen ungerechtfertigterweise mit dem schrecklichen Verbrechen in Verbindung bringen. Sie werden auf diese zwei Fragen in weniger als 50 Sekunden eine genaue Antwort haben, Watson. Verzeihung? Treten Sie ein, Inspektor. Guten Tag. Mein lieber Watson, darf ich vorstellen? Inspektor Eberline. Inspektor, das ist Dr. Watson. Inspektor? Was verschafft uns die Ehre Ihres Besuchs, Inspektor? Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie vor einigen Tagen in Whitechapel unterwegs waren. Wie Sie sicher wissen, fiel Ihr Aufenthalt mit einem äußerst schwerwiegenden Fall zusammen, für dessen Aufklärung die Polizei keine Mühen scheut. Die Angelegenheit sorgt in der Gegend für große Unruhe. Verzeihen Sie, aber haben Sie nicht einen Verdächtigen festgenommen? Einen gewissen Lederschürze? Davon weiß ich nichts. In der Tat wird der Mann, der sich hinter diesem Namen verbirgt, polizeilich gesucht. Im Moment deutet jedoch nichts darauf hin, dass er der Mörder aus der Bucks Row ist. So, jetzt wurden Sie aufgeklärt, Watson. Und nun sind wir an der Reihe, um Inspektor Eberline Rede und Antwort zu stehen. Gewiss. Ich mache es kurz und bündig. Beabsichtigen Sie, in diesem Fall zu ermitteln, oder haben Sie vielleicht sogar schon damit begonnen? Ein Gefallen für einen Freund hat mich nach Whitechapel geführt. Rein aus Neugier haben wir uns mit dem vorläufigen Bericht vertraut gemacht und den Ort des Verbrechens aufgesucht.
Unsere Schlussfolgerungen sind vage, so wie auch die Hinweise. Da ich nicht offiziell von einem Klienten beauftragt wurde, werden meine Nachforschungen in dieser Angelegenheit an diesem Punkt enden. Gut. Wenn ich ehrlich sein soll, bin ich erleichtert, dass Sie von diesem Fall Abstand nehmen. Wir haben keinen besonders guten Ruf, ganz zu schweigen von der Häme der Presse. Würde die Öffentlichkeit über Nacht erfahren, dass Sie sich unterstützend in den Fall eingeschaltet haben, würden die Menschen noch weniger mit uns zusammenarbeiten. Und mich würden Sie belästigen und letztendlich für das unvermeidbare Scheitern verantwortlich machen, das eine Ausgangssituation wie diese mit sich bringt. Weder Sie noch ich wollen, dass das passiert. Ich weiß, Ihre Zeit ist kostbar, Inspektor. Ich werde Ihnen in Kürze eine Notiz mit meinen Schlussfolgerungen zukommen lassen. Gerne. Gentlemen, ich empfehle mich. Glauben Sie, dass er den Mörder finden wird? Die Wahrscheinlichkeit ist gering bis nicht vorhanden. Der Mord liegt nun schon 7 Tage zurück und vom Mörder fehlt nach wie vor jede Spur. Und Sie werden der Sache nicht weiter nachgehen? Sie haben gehört, was der Inspektor gesagt hat, Watson. Meine Anwesenheit in Whitechapel wäre eher hinderlich, was nicht bedeutet, dass wir den Fall ruhen lassen. Worauf wollen Sie hinaus? Der Inspektor sprach von mir, aber nicht von Ihnen, Watson. Sie werden die Ermittlungen heute Nacht fortsetzen. Außerdem werden Sie die kleine Notiz mit unseren Schlussfolgerungen zur Polizeistation bringen. Trotz der späten Stunde kann Sie nichts und niemand daran hindern, Nachforschungen über diesen berüchtigten Lederschürze anzustellen, wenn Sie schon einmal dort sind. Bevor ich Holmes Anweisungen befolge und Nachforschungen über diesen Lederschürzer anstelle, muss ich zur Polizeistation gehen. Guten Abend, Sir. Was wünschen... Ich kenne Sie. Sie waren letzte Woche hier mit Sherlock Holmes. So ist es. Ich bin gekommen, um Inspektor Aberline eine Notiz von Sherlock Holmes zu überbringen. Gut, geben Sie sie mir. Ich werde sie später dem Inspektor aushändigen. Aber was ich noch sagen wollte, neulich hat jemand nach Ihnen gefragt. Finlay, der Hausmeister einer zweifelhaften Pension hier in der Nähe. Sagt Ihnen der Name etwas? Ah, gut möglich. Ich habe im Star gelesen, dass Sie einen Verdächtigen namens Lederschürze festgenommen haben. Sie sollten nicht glauben, was Sie in diesem Schmierblatt lesen, Sir. Nach dem Kerl wird gefahndet. Aber wir haben ihn noch nicht in die Finger bekommen. Wir sind ihm noch nicht einmal dicht auf den Fersen. Warum nicht? Ach, er verkehrt viel unter diesem Dirnengesindel und diese Mädchen kann man nur schwer zu einer Aussage bewegen. Außerdem hat er sich in letzter Zeit ziemlich rar gemacht. Jemand muss ihm dabei helfen, unterzutauchen. Und wie könnte man ihn finden? Eines dieser Mädchen müsste sich uns anvertrauen und eine genaue Beschreibung des Mannes abgeben. Und dann könnte man vielleicht Handwerker befragen, die eine Lederschürze tragen. Also dann, guten Abend. Ich muss zu Finlays Pension gehen. Guten Abend, Finlay. Oh, guten Abend, Sir. Sind Sie nicht der Gentleman, der neulich mit dem bekannten Detektiv hier war? In der Tat, das bin ich, Dr. Watson. Sagen Sie, Finlay, ich habe gehört, dass Sie bei der Polizeistation nach uns gefragt haben. So ist es. Ich wollte Ihnen für neulich danken. Wissen Sie, der Herumtreiber hat sich nicht mehr blicken lassen.
Ich habe sogar einen Mieter gefunden, also jemanden, der bezahlt. Sie sehen nicht besonders glücklich aus, obwohl Sie so schnell einen Mieter gefunden haben. Es ist nur, dass dieser Mann ist ziemlich merkwürdig. Er hat für mehrere Tage im Voraus bezahlt und ich habe ihm den Schlüssel für die Unterkunft gegeben. Seitdem verlässt er jede Nacht das Haus und kommt zu einer unmenschlichen Stunde wieder. Ich bin mir sicher, er stattet den Damen einen Besuch ab, aber jede Nacht. Und als er eingezogen ist, muss in seinem Koffer etwas zerbrochen sein. 2 Tage lang hat es auf der Treppe und in seinem Zimmer gestunken. Ich glaube, es war ein Glasbehälter. Er muss noch da drüben liegen. Haben Sie von einem Mann namens Lederschürze gehört? Nur aus der Zeitung. Scheint ein ziemlich finsterer Kerl zu sein. Kennen Sie irgendwelche Handwerker, die so eine Schürze tragen? Die Metzger im Schlachthof, glaube ich. Aber auf jeden Fall die Schuster. Ich kenne einen, den alten Isaac Solomonowitsch aus der jüdischen Gemeinde. Seine Werkstatt ist in einer kleinen Seitengasse gegenüber vom Hospital. Er ist ein feiner Kerl und kann Ihnen bestimmt weiterhelfen. Aber vielleicht müssen Sie ihn aus der Reserve locken. Er ist etwas zurückhaltend. Danke, Finley. Immer gerne, Sir. In der Tat ein sehr strenger Geruch. Aber in der ganzen Gegend stinkt es entsetzlich. Vielleicht weiß Finley, was in diesem Glas aufbewahrt wurde. Was kann ich für Sie tun, Doktor? Sie haben recht. Der zerbrochene Glasbehälter Ihres Mieters sondert wirklich einen strengen Geruch ab. Das ist wahr. Bei seinem Beruf allerdings nicht verwunderlich. Ja, und welchen Beruf übt Ihr merkwürdiger Mieter aus? Ich glaube, er ist Arzt, so wie Sie. Dr. Tumblety heißt er. Er stammt aus dem Ausland. Vielleicht ist er Kanadier. Dr. Tumblety. Es wäre interessant, mehr über ihn zu erfahren. Danke, Finley. Immer gerne, Sir. Eine kühle Nacht. Was für einen grässlichen Sommer wir dieses Jahr doch haben. Sagt Ihnen der Name Tumblety etwas? Noch nie gehört. Aber ich kann Nachforschungen anstellen, wenn Sie möchten. Gut, warum nicht? Man weiß ja nie. Sagt Ihnen der Name Tumblety etwas? Noch nie. Gut. Also dann, guten Abend. Eine Schusterei. Abgeschlossen. Ich komme später wieder. Der Polizist meinte, dass die Prostituierten etwas über Lederschürze wissen könnten. Vielleicht sollte ich Lucy einen Besuch abstatten. Oh, Sie sind es. Ich komme. Dr. Watson, wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Wie geht es eigentlich Ihrem Onkel? Er schläft sehr viel, aber scheint keine Schmerzen zu haben. Ihr Medikament hat wahre Wunder gewirkt. Nochmals vielen Dank. Das war doch das Mindeste, was ich tun konnte. Ich bin gekommen, weil ich mehr über einen gewissen Lederschürze in Erfahrung bringen will. Haben Sie von ihm gehört? Oh ja, natürlich. Man erzählt sich schreckliche Dinge über diesen Mann. Sind Sie ihm jemals begegnet? Ach, du lieber Himmel, zum Glück nicht. Aber ich weiß, dass er viele Frauen bedroht und ausgeraubt hat, die
nun ja, in meiner Situation sind. Das ist alles, was ich Ihnen sagen kann. Aber Bella weiß vermutlich mehr. Wer ist Bella? Bella Pohlmann, auch bekannt als Madame Bella. Sie ist die Besitzerin des Etablissements, in dem ich... Ich kann Sie dorthin bringen, wenn Sie möchten. Bitte. Ich bin's, Lucy. Dieser Gentleman möchte mit Bella reden. Er ist der Arzt, der mir geholfen hat. Ich muss gehen und mich wieder um meinen Onkel kümmern. Nochmals vielen Dank.